Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. The Forest. Unser kleiner Bursche hier, der hockt hier immer noch neben uns, oder schon wieder. The Forest ist jetzt ein wenig Hardcore. Es gibt nur einen Hardcore-Modus, wenn man tot ist, ist man tot und man darf ganz von vorne anfangen. Das sagt der Kleine hier auch. Junge, durchhalten, wird schon wieder. Absturz! Hey. Au. Der komische Freund schon wieder. Wir müssen dasselbe Schicksal noch einmal erleiden. Nein. Bitte nicht. The Forest ist ja ein Open World Horror Dingskirchenspiel. Ja, eine tolle Beschreibung, gestehe ich. Sammeln wir mal wieder alles Futterbare ein. Also mit, ich habe zwar die Grafikoptionen angepasst und so. Anscheinend will das noch nicht so. Weil an sich läuft es ja ruckelfrei. Das Problem ist irgendwie nur, dass halt da etwas halt so Blur oder wie man das nennt. Naja, ich hoffe, damit kommen wir klar. Vielleicht wird es in einer der späteren Versionen etwas zugänglicher. Jetzt nehmen wir uns mal wieder die Axt. Axt? Na komm, Axt, komm hier. Machen wir wieder die ganzen Koffer auf. Weil auch das haben wir ja in der letzten Folge gelernt. Ja, man kann es ja nicht wirklich als Folge bezeichnen. Hopp. Sammeln wir ein paar Steinchen, die wir für unsere Hütte brauchen werden. Und er bewegt sich nicht mehr. Ach doch. Was ich schon gelernt habe, ist, dass diese blauen Beeren giftig sind. Hey, da läuft ein Rabbit. Blümchen, oh. Jetzt habe ich Blümchen gepflückt. Solange ich mich nicht sonderlich viel umgucke, läuft es ja noch relativ gut. Sammeln wir erstmal rundherum das ganze Flugzeug als nützliche ein. Den Rocks gehen wir mal ein wenig sparsam um. Den ganzen Schokoriegel nehmen wir alle mit. Dass die mir sagt, dass man da nichts mehr mitnehmen kann. Verdammt, sind hier viele Koffer. Oh, ein Ball. Fang. Ich hoffe, den werden wir nicht zum Craften brauchen. Da ist ja noch ein Ball. Ich hoffe, ich treffe damit niemanden. Wird wieder Zeit zu verschwinden, ne? Ich hoffe, die verfolgen mich nicht. Aber mit diesen leichten Verschmiereffekten kann man das nicht wirklich. Oh. Hier sind wir anscheinend bei mir. Oh, da ist ein Boot, da will ich hin. Irgendwas habe ich jetzt gerade collected, ich weiß aber nicht was. Nochmal. Ah, Leaves, okay. Brauche ich für diese Mini-Standardbehausung. Ey, noch mehr Koffer, cool. Da ist genug Futterbares drin. Ah, das Boot, das sehen wir uns jetzt mal an, ne?
Kann man da rausschwimmen oder so? Hoppala. Komm ich da drauf? Auf dem Boot müssten wir ja relativ safe sein, wenn wir da drauf können, oder? Hey, eine Möwe, cool. Alter, hier gibt es ja nützliches Zeug ohne Ende. Ein Schokoriegel einstecken. Regnet es oder warum ist die Wasseranimation so komisch? Mir eigentlich egal. Ich gehe jetzt mal weg vom Wasser, davon kriege ich Kopfschmerzen. Können wir Seesterne sammeln? Auf jeden Fall packe ich dann gleich mal mein Überlebenshandbuch auf und baue mir hier am Strand eine kleine Hütte. Zumindest versuche ich es. Beim letzten Mal hat es ja nicht sonderlich geklappt. Oh. Die haben schon gesehen. Scheint nicht, die laufen mir hinterher oder was? So viel zum Thema am Strand soll es sicher sein. Oh, wenn ich jetzt eine Schusswaffe oder so hätte. Wo geht ihr hin, Freunde? Hm? Ich werde wir noch ein wenig im Auge behalten. Oh, oh, guckst du mich gerade an? Hey, die schwimmen aufs Boot raus. Das ist so, als ob die KI genau wüsste, wo ich war. Oder ist die nur so neugierig? Auf jeden Fall ist das KI-Verhalten sehr interessant hier in der Gegend, ne? Weiter folgen die auch meine Spuren und können Pferden lesen oder so. Auf jeden Fall können wir hier nicht mehr länger bleiben. Das kommt nicht gut. Da ist das Flugzeugwrack, okay. So, ich schätze mal, ich habe sie abgehängt. Uha. Was zur Hölle ist das? Ist das das Kannibalendorf oder so? Da verliegen hier Tote rum. Und Körperteile abgetrennte. Oder sind die erschlagen worden durch den Flugzeugabsturz? Ich weiß, der Ort mir sehr unheimlich. Seid ihr die essbaren Pflanzen? Nö, ihr seid nur Blumen. Okay. Soll mir recht sein. Ja, genau, verschnauf mal eine Runde. Ich hoffe, die verfolgen mich nicht mehr. Oh. Verdammt, die wissen ganz genau, wo ich bin. Es ist echt so, als ob die KI wüsste, wo man sich lang bewegt.
Oh, hier bin ich wieder am Flugzeug, okay. Ja, der Blur-Effekt da ist ja schon relativ nützlich. Oder was heißt nützlich? Er trägt so Atmosphäre bei, weil man das Gefühl hat, dass man halt außer Atem ist. Boah, ich will nicht mehr mit euch spielen, Leute. Die Leiche lag vorher nicht da, oder? Puh. Entschuldigung, mein Fehler. Folgen wir einfach mal dem Strand. Und öffnen weiterhin wahllos Koffer. Die hier angespült worden sind. Sind das die Möwen oder irgendwas anderes, das mir gerade Angst macht? Ich würde ja gerne mein Lager aufbauen, aber ich weiß ja nicht, ob die mich noch verfolgen. Oder reagieren die einfach nur auf Geräusche oder so, die sie über 500 Kilometer hören? Seesterne pflücken kann ich nicht, okay. Damit wäre das geklärt. Wisst ihr was, da oben gucken wir mal in unser Survival-Handbuch und bauen uns mal eine kleine Hütte. Die ganze Zeit wegzurennen. Das bringt es ja auf Dauer auch nicht. Hier haben wir fast schon den ideellen Platz. Blueprints, Structures. Bauen wir wieder so eine temporäre Shelter. Na komm, lass dich einsammeln. Oh, ein Leguan. Sogar zwei. Cool. Wow, wie die Bäume hochklettern. Also das finde ich schon mal genial. Geilo. Wo ist meine Hütte? Hütte, bitte melde dich. Alter, ich habe meine Wohnung verloren. Ach da. Du siehst so aus, als würdest. Ey, Vogel, geh mal beiseite. Ich will dir nicht wehtun. Glaube, noch ein oder zwei Büsche. Beziehungsweise Sträucher, da müssten wir es haben. Das ist eine Liane, kann man die aus dir auch Stickies machen? Ein Stück noch. Ignoriert auch mal den Stein, oh Mann. Wieso er den Fokus immer auf den Stein legt. Yay, unsere erste provisorische Hütte. Sieht zwar ein wenig komisch aus, aber okay. Was haben wir so im Inventory?
snacken wir mal einen Schokoriegel. Was ist das? Münzen, okay. Medizin. Feuerzeug, okay. Sticks. Dann machen wir uns gleich mal noch ein Lagerfeuer. Liegt das jetzt an mir oder sind die Texturen wirklich so komisch? Naja, egal. Ich glaube, das Lagerfeuer wird... nein. Ein Sulaner oder sowas anlocken oder Kannibalen. Aber das macht ja nichts. Oder habe ich jetzt sämtliche Bauteile schon? Cool. Leguan. Schauen wir gleich nochmal, was man so alles craften kann. Oval Leaf Blueberries. Burp. Vaginum Avolium Berries in Indigo Color and have a little grown up. Die sind essbar. Die sind giftig. Ach so, was ist der? Möbel? Ich glaube, die kommen erst mit der nächsten Version oder so. Custom Buildings, ah. Okay. Bauen wir uns mal ein Custom Building. Mal schauen, wie das aussehen wird, ne? So, hacken wir jetzt noch einen Baum. Na komm. Na komm. Muss ich da wohl auf die andere Seite oder so? Okay. Und wie es dann weitergeht, das erfahren wir im nächsten Part. Tschüss.